müsste eigentlich Deutschland jetzt gehen. Ja. Na, werden wir schauen. Momentan sind es, glaube ich, die Italiener, die da reinkommen. Aber wenn ein Deutscher reinkommt, der natürlich sofort reinrufen, antworten. Gell? Na super, geht tadellos da. Gell? Ich habe da einen 12-Meter-Masten mit der EasyFed von TX Bauer aufgebaut und ja, geht spitzenmäßig da auch von eurer Seite. Gell? Zu dir nochmal, Werner. Ja, bitte, wir sind nicht weit weg. Fledermaus, zu dir bitte schön, da könnt ihr es ausprobieren, ob er sie hört. Da, das war jetzt interessant mit der Handgurken an vom Balkon von dir, von 16 weg. Genau. In Hof drinnen, ob das funktioniert. Ja, dann soll ich sie einmal melden. Fledermaus, bitte kommen. Wo ist er? Bei mir zwei Strichen auf der Handgurken, aber er wird mich nicht hören, das wird sich nicht ausgehen. Aber wie gesagt, der Vespertus bei mir im 16. über die BD hast zwei Striche. Na super, na, stell dich trotzdem an meinen Balkon, ich kann ja ins Quälsch aufmachen, vielleicht hört ihr die trotzdem. Gell? Ist das die von mir abgestimmte Gummiwurst oder hast du irgendeine andere Antenne? Zu dir, Fledermaus. Das ist die Antenne. Ja, schau mal, gut, okay, probier das einmal, aber ich weiß nicht, ob ich mich erst. Also, gut, ich leg los. Du hast zwar ein Giro Großbritannien gehabt. Großbritannien. Großbritannien? So. Ja. Haben Sie Überreich heute Großbritannien? Ja, Großbritannien, ja, da oben kommt es rein, gell? Kannst du einmal. Das geht ja nicht aus. Nein, geht sie leider nicht aus. Ich wollte eh nicht so packen, wenn man Magnetbotschaft nicht angeht. Aber du kannst mich hören im 16. Das heißt, du kannst mich mit der Gummiwurst empfangen. Ist das richtig, Fledermaus? Na, sehr gut. Warte, Deutschland, hier ruft du an die Station Uniform Kilo 1 von Großbritannien, komm bitte. Achtung, Kollege, ist nicht Deutschland, hier ist Österreich. Ist die Station 35, Serra Tango und Alliance aus Österreich, aus Wien. Hier ruft Großbritannien. Aha, jetzt. Uniform Kilo Nummer 1 aus. Was sagst du? Großbritannien, komm. Großbritannien, ein Deutscher, ja? Also ein deutschsprechender. Herr Kollege, es geht momentan sehr, sehr schlecht von deiner Seite. Es geht momentan sehr, sehr, sehr schlecht. Vielleicht geht es etwas später wieder. 5573 von der Station 35, Serra Tango 01 aus Österreich aus Wien. Die Station Werner aus Wien. Schöne Grüße da, vielleicht geht es etwas später. Ciao, Baba, ciao. Sehr gut. Na, siehst du, das funktioniert auch tadellos, gell? Du könntest ja jetzt hier den aus Großbritannien bestimmt aufnehmen. Du hast ihn richtig gut reingekriegt. Ja, könnte ich machen. Ja. Aber magst du? Kannst du gerne. So. Ja, probier. Das ist Funkgerät, weil du für den Anfang hineinfährst. Damit das andere falsche Funkgerät auch dran geht, dann nicht, dass der Empfang dann hier wird. Ne? Ja, dann gebe ich dir recht. Na, hat sich schon abgedreht, glaube ich. Nicht, dass wir uns da gegenseitig den Empfänger zusammen haben. Nein, was ich sagen wollte, ich habe jetzt die Hand ausgestreckt und du sagst, die Modulation ist nach wie vor in Ordnung. Kann man das so sagen, Werner? Zu dir. Kann man ohne weiter so sagen, weil die Modulation ist rein ganzheitlich und nicht übersteuert. In jeder Zube geht es umso steuerter wird. Ja. Auch der HF ist auch rein und ganzheitlich. Also die Sound dann für sich zumindest theoretisch ein Hubaufstück am Zug dran, dann könnte das Mikrofon näher zum Mund nehmen. Alles klar, na passt, aber es ist okay so, gell? Ich brauche es ja nicht direkt vom Mund, es ist eher angenehmer, wenn man es ein bisschen weiter ausstreckt, gell? Also, ich lasse jetzt einmal vorerst so, gell? Aber ihr versteht es mir, das ist das Wichtigste, gell? So. Okay, dann soll ich Max Fledermaus, wie schaut es aus bei dir? So, schauen wir mal, Break. Hört mich da wer? Ja. Bitte, bitteschön, komm, Break. Wo ist das Break? Ja, grüß Gott, Fledermaus, da, HF, gut, so weg, dass die Antenne aufbaut. Hier spricht das Internet-Gateway in Österreich für Not- und Katastrophenfunk für jedermann mit Verbindungen nach Wien, Tulln und Wilhelmsburg. So, das war wie unser Automat. Jo, na, geht etwa frei. Geht super. Bei 4.9 Plus, gehört uns Information. Jetzt müssen wir zum Vespa kommen. Vespa zu dir. Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe dich gehört, Fledermaus. Extra Antenne aufgebaut. Was hast du denn da jetzt aufgebaut? Am Balkon irgendwas draußen zu dir, Fledermaus? Schauen wir mal, was er da aufgebaut hat. Ja, Roger. Ich habe jetzt die Dinge aufgebaut, die Colorado. Das liegt jetzt am Leander. Aha, Magnetfußantenne. Gut. Ah, die Colorado, ja, mit einem S6, glaube ich. Mhm. Ja, eine Magnetfußantenne am Geländer. Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt kann ich dich gut hören. Aber leichtes Echo, das ist wahrscheinlich, weil du das Handy noch auftritt hast. Gell? Zu dir noch einmal, Fledermaus. Ja, Roger. So, jetzt sollte das Echo
sicher weg sein. Ja. Da haben wir ja 15 cm besprochen. Ja, das Ding, Genau, Echo ist weg, Fledermaus und ja, klare, saubere Modulation, ein S6 aus da, ja, passt, sehr gut. Und Frage, wie komme ich zu dir in den 16. Bezirk, zu dir Fledermaus? Ja, da jetzt laut Anzeige einen gestrichenen Neuner bei mir, Radio UKW. Na sehr gut, gestrichenen Neuner Radio UKW. Ich habe da einen 10 oder 12 Meter Mast aufgebaut und mit der Easyfed von DX Bauer, von Martin aus Oberösterreich, gell? Und ich bin da auf der Donauinsel. Na, geht spitzenmäßig jetzt. So kann man das lassen, Fledermaus. Gut, Mic frei von meiner Seite jetzt einmal. So, schauen wir einmal, Mic frei einmal. Und wie gesagt, das da oben ist die Easyfed von DX Bauer, gell, das kleine Kästchen, ja, und der 12 Meter Mast, das ist von R&G, das ist eine Kunststofffirma, ja, die bieten normalerweise hochwertige Kunststoffsachen, GFK-Sachen, Carbon-Sachen an, gell. Und da einfach mit zwei Gummi angeschnallt, siehst du das? Zwei Gummi hier angeschnallt und das reicht, gell. Wenn kein Wind geht, fällt das Ding gar nicht um, gell. Und jedes Element eben, wie gesagt, mit Choroplast abgesichert, gell? Jedes Element mit Choroplast. Gut, lassen wir es gut sein. Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Gateway bzw. Auf den Werner Flugzeug, ist immer Verlass. Auf dich, Werner. Ja, vielen Dank. Also dann, 73, ich baue ab und wir hören uns dann wieder später. Bis in Ordnung, tschüss, der Fahrt 73, Mahlzeit, falls du Mittagessen gehst und schöne Grüße im Hintergrund, also an den Westbank. Gell? Tschüss, Papa 73. Danke Werner, auf dich ist immer Verlass. Gell? Dir auch, Mahlzeit und schönen Sonntag noch. Gell? Wir werden jetzt schon langsam abbauen. Gell? Vierte dabei. So. Vierte, tschüss, Papa. Ne, als Gatewaybesitzer muss man. Ja, genau, rund um die Uhr. Dose, sagen wir so. Genau, du bist sogar von der Behörde verpflichtet, dass du ständig vor dem Gerät sitzt und das Gerät administrierst. Das geht, WHI. Gell? Nein, ich weiß nicht. Aber es schadet sicher nicht. Gell? So. Ja, das hat mich gestern gemerkt, die Station Alpha hat mir gehört, was für einen guten Moderation der gehabt hat. Also Alpha? Da braucht man nicht schauen, die Uhren und jetzt macht er nichts. Alpha, was war jetzt mit der Station Alpha? Sagt mir jetzt nichts. Wer war denn das jetzt? War das gestern oder was war denn da? Ja, das war gestern, wie der Dominik am Kleopolzberg, ja, Berg am Bommer war und ist er, wie sich eingemüht hat. Ich meine, das habe ich gemerkt, gleich in der Moderation, dass das auch Amateurgerät war. Ach so, alles klar. Naja, da regelt dann die CB-Geräte manche sogar ab. Gell? Wenn der Hub zu groß ist, dann. Mein Grenz 2, die hat dann immer dicht gemacht. Gell? Da ist dann gar nichts mehr durchgekommen, da nur mehr Bruchstücke. Gell? Alles klar. Nein, negativ. Das war richtig super eingestellt. Das war eine richtig schöne Moderation. Der Hub hat gepasst. Aha. Deswegen sage ich ja, das war einer von der, ja, sagen wir so, Behörde. Alles klar. Alles klar, naja, warum nicht? Dürfen ja auch mitfunken, gell? Ist ja nicht verboten. Behörde darf ja auch mitmachen, gell? Soll sogar mitmachen, ja? Kann ja ruhig die Runde bereichern, sagen wir mal so, gell? Ja, was eh, wenn so hinten sitzt, wenn es doch ist, so wird eine Fahrt und da werden sie alle Frequenzen einmal durchgeschaut haben und werden zugeguckt haben bei uns. Natürlich. Natürlich hören sie alle zu, ja, nicht nur die Behörde, sondern auch alle anderen restlichen Schwarzhörer, sage ich immer, gell. Aber die haben ja das Recht, das zu hören, ist ja eine öffentliche Aussendung, gell. Ist ja keine geheime Absprache oder was, und dürfen sie ja, gell, und sollen sogar, gell. Und ab und zu meldet sich dann doch wer rein, gell, ist ja auch gut so. So. Genau so ist es. Also dann, gut. Tschüss, Papa. Tschüss. Tschüss Werner, Papa, wir bauen jetzt ab, gell? Tschüss Papa, danke auf jeden Fall für den netten Funkvormittag. So. Okay, tschüss, bitte gut. Gut, da werden wir jetzt abbauen. Aha, in Guntramsdorf. Grüße an den Dominik. Danke, Fledermaus. Was heißt Guntramsdorf? Übers Gateway oder über die HF in Guntramsdorf? Wie schaut das aus? Jetzt geht es übers Gateway, nein. Ich will jetzt beim Auto nichts aufbieten. Okay, nein, aber alles klar. Modulation.
Na, sehr gut. Danke für den Rapport. Gell? Danke, super. Du kommst da natürlich spitzenmäßig wie immer. Gell? Vierte. So. Gut. Was war das? Ciao, ciao, vierte. Wer hat jetzt gesagt, ciao, ciao, vierte? Wer war das? Das war der Max. Ich hab gesagt, das geht fast alles über mein Gateway. Das ist das Problem. Ja, du bist ja die zentrale Anlaufstelle da in Wien. Ja, super Standort, super Gateway, super Antenne. Ja, also ohne die war ja tote Hose da in ganz Wien. Gell? Also da bei dir laufen ja alle Fäden zusammen und das ist auch okay so. Also so soll es auch sein. Ne? Wie gesagt, genau. Mit meiner kleinen Antenne erreiche ich ein bisschen was. Genau. Genau, mit deiner kleinen Antenne, ja, in der Höhe erreichst du ein bisschen was, gell? Hast ein bisschen eine Fernwirkung. Gell? Und der Gateway-Zusammenschluss da mit Tulln und... mir fällt jetzt der Name nicht ein, dann ist das natürlich noch einmal eine Stufe erweitert, das Ganze. Wilhelmsburg, glaube ich, ist das, oder? Zu dir, Werner. Ist das Wilhelmsburg? Ja, Wilhelmsburg in Österreich, bei St. Pölten, nicht in Deutschland, gell? Alles klar. Alles klar, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland auch ein Wilhelmsburg gibt. Aber gut, wird es mehrere geben, das stimmt. So, es gibt ja mehr. In Deutschland war es Wilhelmsburg, wo die ganzen, ich glaube, Dominik, müssen Sie wissen, wo da die Unwetter waren und die, oder was da bei Hamburg in der Nähe, wo es da das ganze, die ganze Unwetter waren. Aha, ja. In Deutschland gibt es sogar zweimal Wilhelmsburg, nämlich einmal das, wo das Unwetter war, und in Hamburg gibt es einen Stadtteil, der heißt Wilhelmsburg. Aha. Und wo ich gehört habe, dass das Relais nach Wilhelmsburg geht, habe ich tatsächlich immer an Deutschland gedacht. Ich wusste gar nicht, dass es in Österreich auch noch eins gibt. Ja, nein, deswegen sagen wir immer Wilhelmsburg in Österreich. Alles klar. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, ich wäre irgendwo in Deutschland gelandet. Das wäre aber auch schön, wie gesagt, wenn einer da draußen in Wilhelmsburg ein Funkgerät hätte mit einer kleinen Antenne oder mit einer Stationsantenne und übers Gateway dann natürlich Verbindung hat, du musst ehrlich sagen, ja, und übers Internet wäre das auch eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Was braucht es da eigentlich für eine Anbindung? Reicht da ein Raspberry Pi an einem Funkgerät? Na. Ich habe einen Computer, einen PC, einen kleinen Würfel mit Windows 11. Also wir haben alle drei, kann man sagen, alle drei geht es. Wir haben einen kleinen Würfel, der hat ungefähr kostet 250 sowas Euro. Und da haben wir für Windows 11, ja, und da haben wir das ganze Gateway miteinander installiert. Alles klar. Ja gut, ich sag mal, Windows 10 kriegst du ja inzwischen schon auch auf den etwas kräftigeren Raspberry Pi drauf installiert. Ja, richtig. Aber jetzt rechnen wir aus. Was kostet der Raspberry Pi? Was kostet die Software dazu? Was das Ganze zusammenrechnet? Ja, bist du auch bei 200 Euro, da gebe ich 20 Euro drauf und hab das alles gleich in einer Schachtel drinnen. Zum Beispiel bei also einem kleinen Würfel, wo alles beieinander ist. Hab gleich die Soundcards dabei und alles und das und die brauchen sie machen. Ja klar, das stimmt. Diese Würfel, die meisten Bürorechner, die gibt es ja teilweise schon sehr, sehr günstig. Das ist richtig. Ja, so ist es. Und es funktioniert. Modmäßig funktioniert und audiomäßig ist, muss ich ehrlich sagen, hat ja jeder schon gesagt, auch in Deutschland drüben, Hamburg, Hannover, Bremen und bis auf, dass wir ein super Radiowert haben. Na, das ist gut. Super Radiowert ist immer gut. So. Ja, müsste man dann quasi noch irgendwo in Deutschland an irgendwas anbinden. Ja, da kommen mir gerade schon wieder Ideen, aber mal schauen. Ja, wie gesagt, alles ist möglich. Alles ist möglich. Das ist der Station hier aus Wilhelmsburg, Österreich, Dominik und Vespa 300. Auch von mir einen schönen Mittag. Ja, das ist nett. Ja, das ist aber sehr nett. Das ist sehr nett. Sierra, dir wünsche ich einen schönen Sonntagnachmittag. Ja, kommst natürlich wie immer super da an. So, schauen wir mal. Oh, danke, nochmal für alles. Gell, Vespa 300 und Dominik. Also 73,55 von der Station Sierra Wilhelmsburg aus Österreich. Sehr gut, Wilhelmsburg, Österreich. So, das ist EasyFit. Passt.
Gut, lassen wir es gut sein. Pfiat euch, danke fürs Zuschauen am Mikrofon oder hinter der Kamera, aber wieder meine Geringfügigkeit. Die Vespa 300 Andi aus Wien. Pfiat euch.